Wer kommt da über meine Brücke gelaufen? Mäh! Los geht's! Ich bin's doch nur, der kleinste Ziegenbockgruff. Ich bin auf dem Weg ins Tal, um mich fett zu fressen. Dann werde ich dich verspeisen. Oh nein! Bitte friss mich nicht auf! Ich bin viel zu klein und auch nicht fett genug. Warte, bis der zweitkleinste Ziegenbock vorbeikommt. Der ist viel fetter als ich. Na gut, dann ver... Einen Moment mal, darauf will ich schon mal ranfallen. Wenn das so weitergeht, fliege ich am Ende in den Fluss, wie immer. Nein, 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 das ist total falsch. Schauen Sie hier, auf Seite 23 des Textes. Ich sage, der ist noch viel fetter als ich. Woraufhin Sie sagen, na gut, dann verschwinde. Und dann warten Sie auf den zweiten und so weiter. Das ist doch so einfach. Jetzt passen Sie mal auf, Mr. Gruff. Jeden Tag werde ich in diesen blöden Fluss geschmissen, aber jetzt habe ich genug. Ich verhungere. Deshalb werde ich dieses Kindermärchen etwas ändern. Ich werde sie nun fressen und ihren kleinen Freund da in die Tiefkühltruhe schmeißen. Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Troll. Sie haben einen Vertrag für den Job unterschrieben. Also sagen Sie Ihren Satz und lassen Sie mich durch. Oder fangen Sie schon mal an, Ihr Büro zu räumen. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Mir ist dieser Job und dieses Büro total egal. Ich bin gerade dabei, meinen Vertrag mit der Gruff und Gruff AG zu kündigen, indem ich einen meiner Arbeitgeber fresse. Können wir das nicht ausdiskutieren? Das ergibt für Sie doch keinen wirtschaftlichen Sinn. Warum besprechen wir das Ganze nicht noch einmal? Tut mir leid, Herr Gruff. Nur der Stärkste überlebt. Schauen wir uns mal die grundlegenden Instinkte an. Ich bin ein großer, kräftiger Fleischfresser. Und Sie ein schwacher, wehrloser Pflanzenfresser. Rechtlich gesehen sollte ich mit an Ihre Überreste aus meinen Zähnen entfernen. Um nochmal auf den Text zurückzukommen. Wie Sie sehen, hätten Sie bei einem Verzicht auf mich die Möglichkeit, meinen etwas größeren und fetteren Bruder dort zu verspeisen. Mr. Gruff, Sie sind ein sehr zuvorkommender Arbeitgeber. Ich hatte immer mein Weihnachtsgeld und so. Darum habe ich mich entschlossen, Sie nicht zu fressen, sondern wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Ich gründe eine Zollstation. Niemand darf bis auf Weiteres über diese Brücke. Ich find's nur schön. Weil wir auch erst... Können wir das nicht wie Erwachsene besprechen? Erst die Ziege hier. Ich werde nicht. Ich und betone nicht. Und dann der streikende Troll hier dazu. Das ist einfach jetzt nur spitze. Sind Sie zu weit gegangen. Ich werde nicht. Ich betone nicht. Weichen. Ja, hallo. Hier, dazu ich... Dazu haben Sie kein Recht. Ich werde hallo. Nicht. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Natürlich, kleine sprechende, zweibeinige Ziege mit deinem Vertrag. Sie haben Ihren Punkt vorgebracht. Hallo. Ach, wenigstens der redet... spricht zum Schild. Okay. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich die Brücke überqueren? Niemand darf über diese Brücke, bis ich zufrieden bin. Sie haben Glück. Ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Wirklich? Vielleicht können Sie mir sagen, was Zufriedenheit ist. Ja, das, Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nager mit einer krankhaften Neigung. Das dachte ich mir auch, als ich das gerade gelesen habe. Zufriedenheit wird erlangt, wenn ein Verlangen oder Zweifel beseitigt ist. Warum
Warum sind sie unglücklich? Jeden Tag kommen diese saftigen, fetten Gruff-Böcke hierher, um über die Brücke zu gehen. Ich weiß, wie die Geschichte verläuft, aber ich sterbe vor Hunger. Und bis ich nicht eine Ziege zu essen bekomme, darf niemand über diese Brücke. Ja, dann isst doch den fetteren Bruder vom Mr. Gruff hier. Der hat sich doch... Also der Erste hat doch den Zweiten hier schon angeboten als Ware. Warum essen Sie diese zwei nicht jetzt gleich? Die zwei werden beschützt. Ihr großer Bruder ist ein harter Brocken, glauben Sie mir. Ich weiß es bestimmt. Wenn ich eine Klaue an Sie lege, dann... Du hast Angst vor einer Ziege, ist ja süß. Sie haben Angst vor einem Ziegenbock? Das ist kein gewöhnlicher Ziegenbock. Er ist 3 Meter lang mit unglaublichen Hörnern. Ich will nur etwas Ziege zum Essen. Das klingt ja sehr nett. Wie hätten Sie Ihre Ziege denn gern? Gekocht wäre nett. Seit Jahren hatte ich keine Ziegensuppe mehr. Ich sehe mal, was ich arrangieren kann, okay? Okay. Ja, genau. Keine Ziegensuppe mehr. Also wenn ich am Verhungern wäre, würde ich bestimmt keine Suppe haben wollen. Okay, dort kommen wir erstmal nicht weiter, aber wir hatten ein sehr schönes Zwiegespräch mit einem streikenden Troll. Hat mir gefallen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Märchen sein soll, von dem wir ja gesprochen haben. Ich kenne das nicht. Kennt das jemand von euch, eine Ziege und ein Troll auf der Brücke? Also mir sagt das nichts so richtig gerade. Übrigens dachte ich vorhin, wegen dem Baum hier... dass die Holzwürmer hier in dem Baum sitzen würden, aber ich glaube, das ist in diesem Spiel nicht so. Der kommt mir aber sehr, sehr bekannt vor, die Form des Baumes. Oh, wie süß, kleine Eichhörnchen-Hutzidus. Okay, schauen wir uns mal noch hier hinten um, da waren wir ja noch gar nicht. Mal gucken, ob wir... Gehst du mal? Wo wir hier hinkommen. Oh, armer kleiner Baba. Der hat... Er hat einen Dorn im Fuß. Mein armer Fuß. Ja. Er weint, weil ein Dorn in der Ferse seines Fußes steckt. Wo hast du deine Ferse, Junge? Kannst du mir helfen, Junge? Unter Umständen schon. Haben wir ein Problem? Es ist dieser Dorn. Er steckt in meinem Fuß. Ich kriege ihn nicht raus. Wieso? Du hast da noch eine große Pranke, mit der du es rausziehen kannst. Wie hast du mit dieser schlimmen Wunde überlebt? Es war nur der Mut eines Bären, der mich vor dem Durchdrehen bewahrte. Na gut, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Gleich habe ich ihn. Es könnte ein wenig stechen. Ah! Schon fertig. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Ist schon okay. Na gut. Aber hier, nimm diese Pfeife. Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, dann blase einfach hinein. Danke. Ein netter Kerl. Sehr sympathisch. Ich bin sein Lebensretter, sein Held. Halt, hab ich gerade. Achso, ich bin auch so sehen auf den Klöppel gekommen, deshalb. Gut, lassen wir ihn mal da sitzen. Ich fand auch sehr schön. Moment, wo bin ich denn jetzt gelandet? Nochmal kurz zurück. Ich fand auch sehr schön. Oh! Ich wollte gerade sagen, die etwas feminine Haltung, wie er da saß mit seinem Fuß so ausgestreckt. Aber gut, da ist er halt weg, ne? Schade. Aber wir haben eine Pfeife immerhin. Vielleicht können wir ja damit den Troll von der Brücke jagen oder so. So, toll. Qual der Wahl, gehen wir erstmal ganz nach links. Wir können uns ja im Uhrzeigersinn vorarbeiten hier. Mal gucken, wo wir hier so hinkommen. Ach Mensch. Wo wir hier so hinkommen, wollte ich sagen, aber irgendwie hat man hier ja endlos lange Laufwege. Eine dicke, weiße Eule. Weiße, ja. Hallo Eule. Entschuldige mich. Junge. Oh ja. Nun, ich kann mich nicht erinnern, aber macht nichts. Na klar. Ja, ich mag die Augen von der Eule. Die ist sehr schön, ja. Nee, lass es mal weitergehen.
Lassen wir sie mal schlafen, den dicken Kauz da oben. Die dicke Käuzin. Aber wo ich es gerade sehe... Halt, halt, halt! Habe ich nicht gesagt, stehen bleiben. Nimm noch mal die Feder mit. Die können wir bestimmt noch gebrauchen. So. Erstmal sammeln. Ach nee, noch mehr Abzweigungen. Ich werde nicht mehr. Ach, geh mal runter. Irgendwie sieht das aus wie... Aha. Okay, gut, dann hat sich das ja schon geklärt. Du darfst wieder da lang gehen. Oh je, hoffentlich kann ich mich da dann noch zurechtfinden, um überall hinzukommen, wo ich hin will. Dieser Zauberwald scheint etwa... Oh Gott, was tut ihr mir an? Wie soll ich mich hier zurechtfinden? So viele Möglichkeiten. Was? Wie jetzt? Von wo bin ich... Was? Bin ich vorhin von unten gekommen? Ich weiß es nicht. Was? Wieso? Ich blick nicht mehr durch. Wo bin ich denn beim ersten Mal lang? Unten, oder? Kann man hier... Ja, kann man. Natürlich kann man. Ach, das ist okay. Alles klar? Nee, nichts ist klar eigentlich. Gut, ich gehe nochmal kurz hier zurück. Ich will jetzt nochmal ergründen, wo wir hier hinkommen. Mann, 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 das ist ja alles verwinkelt hier, unglaublich. Ach da, ach so, ach ja, stimmt. Okay, dann wäre das jetzt schon mal geklärt, wo wir hier hinkommen. Bleibt bloß noch die große Fünferkreuzung, auf die wir jetzt kommen. Dann gehen wir mal hier mitten in den Wald rein. So, gehst du? Ja, danke. Ach, wie schön. Ist es hier nicht gemütlich? So ein Idyll. So ein schöner Zauberwald. Mit Springböcken, die sich fast in den Tod stürzen. Diese Aussicht, ach. Und den Steintisch kennen wir doch. Hier haben wir unser Buch fallen lassen. Haben wir dieses Buch eigentlich einstecken? Nein, natürlich nicht. Gut, schauen wir uns den mal an. Ein Steintisch, der zum Opfern von rasierten Löwen verwendet wird. Was? Okay, wenn ihr das sagt. Ja, wenn das Buch hier nicht liegt, dann nehme ich an, dass diese komischen Goblin-Krieger es geklaut haben. Dann müssen wir die mal finden und denen mal kräftig den Arsch aufreißen, damit wir irgendwie mal wieder was zu zaubern haben. Wobei wir ja noch nicht zaubern können, schließlich sind wir noch keine Zauberer. Vielleicht können wir uns ja die Feder ins Gesicht kleben oder so, ich weiß es nicht, um den Bart vorzutäuschen. Gut, dann hier lang. Ja. Genau. Schau dir das mal an, bitte. Da steht: Vorsicht, paläontologische Ausgrabung. Gut, na dann. Da gräbt eine merkwürdige Person herum. Können wir mit der reden? Hallo! Ist da unten jemand? Hier ist doch niemand außer mir. Ach ja, super. Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Genehmigung? Nicht, den Sie vor sich haben? Nicht wirklich. Sind Sie ein Pirat, der nach Schätzen buddelt? Nein, ich bin der berühmte Dr. Henry Jones. Henry Jones, na sowas. Der berühmte... Wer? Spießer. Ich bin der bekannteste Paläontologe der Welt. Ich suche nach der Verbindung zwischen Mensch und Gemüse. Ich bin mir nicht sicher, aber, ja, doch natürlich... Indianer hieß auch selbst Henry, glaube ich. Ich glaube, Henry Jones war nicht bloß der Name von Indys Vater, sondern auch der Name von Indiana Jones selbst. Er hieß, glaube ich, Henry Jones Jr., wenn ich mich nicht irre. Was, Helmut Kohl? Sie meinen Helmut Kohl? Nein, ich meine Fossilien, mein Junge. Sie sind der Schlüssel für diesen Geheimnis. Du hast nicht zufällig welche herumliegen sehen? Schade, jetzt habe ich die Pointe verpasst, weil ich gerade über den Namen sinniert habe und ihm nicht zugehört habe. So ein Ärger. Aber nein, ich glaube nicht. Nein. Sag mir, falls du welche siehst. Okay. Bitte geh jetzt. Ich habe gerade eine neue, vielversprechende Gesteinsader entdeckt. Ich sehe schon, dass ich hier nicht erwünscht bin. Schade, ich hätte gern weiter mit Indy geredet. Aber naja, dann halt nicht, ne? Oh, eine Zwergmine. Können wir hier... Och nein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist ja gemein. Ein Portal, okay. Haben wir sonst noch irgendwie...
Gut, dann gehen wir mal zu dem Portal. Mal gucken, ich nehme mal an, es wird verschlossen sein. Ich glaube, die muss man von innen öffnen. Tatsächlich. Wenn dieses Fenster anwählbar wäre, würde ich sagen, wir benutzen mal die Leiter damit, weil das einfach so aussieht, als ob man hier rein kann, aber dann, ja, egal. Schauen wir mal weiter. Wird bestimmt später noch kommen. Dann haben wir wenigstens eine Möglichkeit weniger, wo wir lang gehen könnten. Gehen wir jetzt in die... Ja, komm, wir gehen mal in die Zwergenmine rein, mal schauen, was es da so gibt. Hey! Was? Nur für Zwerge! Natürlich, Entschuldigung. Ich bin ein Zwerg. Klar bist du einer. Hinfort mit dir, oder du spürst meinen Stahl im Leib. Ich weiß nicht wieso, aber... Nette Leute. Das klang wie ein Holzwurm. Ich meine, die nehmen sich ja nicht viel von der Größe her, aber trotzdem... Wieso klang der Zwerg wie ein Holzwurm?